Das hat sich einfach mal so günstig ergeben. Die Bundeswehr ist schon länger geplant. Eigentlich in den letzten 10 Jahren permanent hier am Abziehen. Und günstigerweise hat sich das dann zu Ende 2015 ergeben, dass die Bundeswehr dann tatsächlich abgezogen ist. Und da hatte man eine Infrastruktur, die quasi aus der Nutzung gegangen ist, wo bis vor Minuten, bevor wir als Rotes Kreuz mit unserer Flüchtlingsunterkunft eingezogen sind, waren da halt Soldaten drin. Das war wirklich, die haben gepackt und waren mit ihren Sachen draußen und die ersten Flüchtlinge sind reingegangen. Das Ministerium hat im Landesverband des DRKs angerufen und gesagt, könnt ihr Flüchtlinge? Klar, hat man gesagt, wir können Flüchtlinge. Wie schnell könnt ihr Flüchtlinge? Ja, wann soll es denn losgehen? Ja, die Busse in Passau sind schon losgefahren, das heißt, wir müssen koppeln. Okay, und der Landesverband ist in Schwerin ansässig. Und dann war eben die Frage, wo kommen die denn hier an? In Basepol. Wo liegt Basepol? Naja, und dann hat man auf der Karte schnell gesucht, wo Basepol ist und hat festgestellt, dass es erschreckenderweise von Schwerin noch gut 2 Stunden sind, bis man hier ist. Was ich an diesem Camp oder überhaupt an Camps doch mittlerweile auch gut finde, weil ich vorher auch eher so eine Kritikerin war von diesen Rieseneinrichtungen, dass die Leute hier, wenn sie auch oft unter engsten Bedingungen zusammenleben, doch alles haben, was ihnen jetzt im Moment hilft. Also sie können hier essen gehen, sie haben Unterkunft, sie haben medizinische Versorgung, sie haben schon Deutschunterricht und sie können sich hier halt bei mir zum Beispiel auch beraten lassen. Und wenn sie dann eben in die Kommunen aufgeteilt und von hier entlassen werden, dann ist es oft sehr mühsam für sie, solche Hilfe und Versorgung gleich zu finden. Und am 1. Januar habe ich eine Dame gefunden, die sagte, ja, ich komme sofort, war sofort da und hat dann so intensiv hier gearbeitet, dass sie jetzt eine 450-Euro-Stelle bekommen hat, sich so engagiert und also das und eine andere Dame, also mehrere Damen haben natürlich auch kleine Kinder oder andere Verpflichtungen noch zusätzlich. Und die engagieren sich hier wirklich auch sehr, sehr, auch nach ihrem Job. Auch wenn sie Schichtdienst haben, wie im Pflegeberuf, kommen sie nach diesem Job oder in den freien Zeiten hierher und helfen hier. Es ist unbeschreiblich, diese Bereitschaft der Hilfe. 12 Jahre. Der saß hier neulich am... Nee, der ist schon wieder weg. Aha. Nee, das ist ja toll. Toll. Ich hab's nochmal mit rausgenommen. Mhm. Also wir haben richtiges Porträt. Also jetzt Bilder, genau wie wir mit unseren Kindern Gesichter bemalen und. Ne? Und dann hat er mir die Trümmer gezeigt. Und dann habe ich gesessen und hab geheult. Ja, das geht einem schon nicht so vorbei. Machst du nur eine Schleife? Ja. 1, 2, 3, jawohl. Aber sehr gefährlich. 6, 3, 6, wumm. Und nochmal. Den hier und dann nach rein. Hallo. 4. Anmachen. Ja. Gut, machen wir. So. Quischa. Leimen. Leimen. Zitrone. Sag mal Zitrone. Zitrone. Ja, den hast du. Sag aber nicht. Du kannst sehen, nice aus, beautiful. Ja. Schön, dich kennen zu lernen. Und wir, you and I, ja, bleiben in Verbindung. Ja, genau. Ist noch the same. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Also ich habe sehr nette Kollegen. Das Team ist wirklich, wirklich top. Wir passen alle zueinander. Zufällig passen wir alle zueinander. Also das, wir mussten uns nicht erst Verständigung hart erarbeiten. Das schreibst du mir mal. Ja.
Er wurde gefasst in Florida. Da kannst du mal. Es werden hier sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen und das tut der Region gut und das, die Bevölkerung nimmt das dann natürlich auch positiv an. Und Sie müssen sich vorstellen, dieses hier ist ein Gelände, was ja noch keine richtige Nutzung hatte, nachdem die Bundeswehr ausgezogen ist. Und nun freut man sich natürlich auch, wenn so etwas nicht ungenutzt rumsteht, sondern wirklich eine gute Nutzung hat. Eine Familie, die sollte eigentlich in der vergangenen Woche also aus unserer Unterkunft ausziehen und auf einen Landkreis verteilt werden. Und die Frau ist hochschwanger und der Vati oder der Mann ist der werdende Vati, der nochmals werdende Vati ist vorher schon hier gewesen, weil er sich erkundigen wollte, ob an dem Ort, wo sie hinkommen, ein Krankenhaus ist, weil er sich eben Sorgen gemacht hat, dass das mit der Geburt seines Kindes auch alles funktioniert. Und dann habe ich in dem Ort angerufen und habe gefragt, wie sieht's aus, wie ist die Anbindung zum Krankenhaus? Und die haben mir gesagt, also ein städtisches Krankenhaus gibt es. Das ist zwar nicht so gut von der Unterkunft zu Fuß zu erreichen, aber in der Unterkunft gibt es Sozialarbeiter auch, die dem Mann dann helfen und der Frau, dass sie rechtzeitig ins Krankenhaus kommt. Und alleine für diese Information und für unsere Bemühungen, was uns eigentlich nicht viel Zeit gekostet hat, war der Mann also sehr dankbar. Er wurde ganz still und kriegte rote Augen. Und ich dachte, er hat noch ein Problem oder so. Nee, er war einfach so, so glücklich, dass wir uns gekümmert haben, dass das alles glatt läuft. Und dann kam es aber gar nicht mehr dazu, dass die Familie abgereist ist, weil das Baby nämlich kommen wollte. Sehr gut Englisch, ist Lehrerin, sich unglaublich bedankte, dass sie hier sein können und dass sie hier für ihre Kinder eine bessere Zukunft haben als in Homs, wo ihr Haus zerbombt ist und sie sich ganz klar gegen diese Vorfälle in Köln stellen. Wir sind stolz darauf, dass wir hier Familien zusammenlassen, dass wir durch alle Stationen, die bei uns durchlaufen, immer als Familie gehen. Aber was passiert danach? Danach passiert eins, wenn die uns verlassen werden, in die Kommune gebracht. Und dann kriegt jedes Dorf kriegt da eine Flüchtlingsfamilie und spätestens dort fängt Stigmatisierung an. Da sind die Flüchtlinge, da sind die Migranten, da sind die Asylanten, da sind die potenziellen Kriminellen. Da ist alles das, was man sich in seiner menschlichen Vorstellungswelt vorstellen kann, was schlecht ist. Es gibt natürlich überall in einem Räderwerk immer mal wieder so kleine Körnchen oder Probleme. Aber die sind alle lösbar. Das ist wie in jedem großen, mittleren Unternehmen. Und dieses hier ist ein mittelständisches Unternehmen, kann man fast sagen. Und die Probleme sind eigentlich alle lösbar. Hier erstmal den Leuten die Chance gibt, alles das, was die an Lebenswert mit hergebracht haben, nämlich das, was in den Köpfen ist und was in den Händen ist, dass sie das hier anwenden können. Wir haben hier das Problem, dass wir hier Ärzte haben, syrische Ärzte, promovierte Ärzte, die Hausärzte waren von Leuten, die hier untergebracht sind. Die dürfen aber bei uns nicht als Ärzte arbeiten, weil deutsches Recht dagegen spricht. Wir haben hier Friseure, die ganz gut ihren Landsleuten Haare schneiden können, aber haben keinen Gewerbeschein. Wir haben hier Lehrerinnen und Lehrer aus Syrien, die hier nicht unterrichten dürfen, weil da steht eine deutsche Rechtskultur dagegen. Aber wir verlieren dadurch auch Fähigkeiten oder die Möglichkeiten, die Leute mitbringen. Wenn wir die nutzen würden, würde das nur gehen, indem man quasi hier möglicherweise in Basepul, in Neugablanz oder Neu-Aleppo oder Neu-Damaskus oder was auch immer schafft. Und dann hätte man die Fähigkeit oder die Möglichkeit auch aus so einem kleinen Fleck irgendwo und nirgendwo oder das Basepul zwischen Nord- und Südpol daraus was zu machen, was gut strahlen könnte.